Tag Leute, ich bin's wieder. Wladimir Putin. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Bewegtbilderzeugnis. Ey, apropos Video. Ich guck mir ja immer schon mal gerne so Sachen an. Junges Mädel, die hat ein besonderes Talent. Und ich meine nicht die Art von TikTok-Talent, sondern wirklich, wirklich. Ja. Sie kann ihre Stimme zur Mundbewegung verschieben, sozusagen. Okay, so you like the... Okay, I'll show you, because it's freaking cool, okay. Hi. Oh. Okay. Nice. What the fuck? 21 Millionen Aufrufe? Als ob das was Besonderes wäre. Das kann ich doch schon ewig. Nee, da macht mir keiner was vor. Aber okay. Ich zeig mich mal beeindruckt, aber sie muss diesen Satz hier 5-mal hintereinander sagen. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Na, kannst du es immer noch? Oh. Hab ich mir gedacht. Was ich immer noch kann, ist auf eure Vorschläge eingehen und Unspoken war ziemlich oft in den letzten Tagen in den Kommentaren vertreten. Ich freue mich sehr drauf, sah sehr, sehr cool aus. Wie so eine Mischung aus, weiß nicht, Cry of Fear und so Home Invasion Horror, von dem ich ja eh ein maximaler Fan bin. Also gestört wäre es, wenn wir da einfach mal ein gutes Spiel in diesem Genre finden, weil das gab es lange nicht und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und wahnsinnig aufgeregt drauf. Seid doch ihr aufgeregt drauf, was ich alles für kein Special rausbringe, wenn ich dieses Jahr noch die 800.000 Abos erreiche. Nein, mal im Ernst, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, helft mir da gerne dabei. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Kostet euch nur einen kleinen Klick und unterstützt mich maximal. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich uns allen mal ganz viel Spaß bei Unspoken. Okay, wir haben keine Save Points. Good to know. Hörst du, Baby, lass mich nicht im Stich. Nein, ich rede nicht mit deiner Mom, sondern mit meinem PC. Im Dunkeln spielen mit Kopfhörern. Ja, ist ja gut. Warum verschwimmt das so? Bleibt das während des Games die ganze Zeit so, Alter? Boah, da muss ich mir so Anti-Seekrankheitstabletten einfahren. Was für ein Logo. Bis das Logo fast nicht sichtbar ist. Da muss ich es ja komplett hier raufcranken. Seht ihr das Logo, Alter? Das hier. What? Ich mach mal so. Ich hoffe, ich kann das noch verändern bei dem Spiel. Jetzt gleich übelst überbelichtet. Weil unterbelichtet ist schon auf der anderen Seite. Ach, nee. Achso, warte mal, kann ich mich schon bewegen? Oh ey, das wäre jetzt voll peinlich. Gleich wache ich auf und ich frage mich, an welchem Ort ich bin. Wetten? Ich wache schon mal auf. Weiß ich wo? Oh mein Gott, Alter, beruhigt euch doch mal alle. Gut, es ist kein... Have you found yourself in an unfamiliar place? You don't remember who are you, year, month. You might have experienced the syndrome of awakening in the unknown. This unique condition is becoming more common this year. Entschuldigung? First of all, don't panic. Ah, ist ein kleines Tutorial, geil. Take a breath. Then check your pockets for some information about yourself. Ah ja, phone numbers, mein Inventar. Addresses, credit alles cards. Klar? Cool. Das ist ja lustig gemacht. Finally, check your surrounding for some videotapes. Ja? They can give you the most information. Das ist ein Videotape? Insert them in nearest TV. If you found yourself in this situation, please contact nearest government health center. Oh. Alter, wie kann man denn hier sehen, ruhig einschlafen, ey? Meine Fresse, hör auf damit! Kann ich hier das Tape reinmachen? Use. Wait. Oder muss ich da irgendwie... Nee, es geht so. Ich hab ein bisschen Angst. Ey, ihr habt gesagt, das Spiel ist richtig krass. Und nicht umsonst wurde mir das so mehrfach vorgeschlagen. Okay, da ist jemand vor einer Kamera oder so? Oder pinkelt der dahin? I don't know. Was, Mayflower School? Steht das da?
Ich kann es gar nicht richtig lesen. Wegen dieser Pixelgrafik. Gut, das zeigt mir jetzt tatsächlich auch echt gar nicht so viel. Wow. Sind das Zigarettenstubbel oder was? Und wer hat hier den Massaker an meinen Trinkgläsern veranstaltet? Na gut, wir schauen uns mal um, würde ich sagen. Oh. Solange die Lichtschalter funktionieren, ist alles cool, ne? Lebt das? Oh, schade. Wir sind nicht mehr im alten Ägypten. Aber ich tue mein Bestes, um für die entsprechende Stimmung zu sorgen, nicht wahr? So, da geht's nicht rein. Oder wenn ich mit dem Kopf dagegen ramle? Da bin ich schon so manches Horror-Game wegen. Oh, hier ist ein Schlüssel. Sprichwörtlich den Kopf gegen die Wand gelaufen, weil ich versucht habe, eine Tür zu öffnen und weder Klick noch E gingen und dann war ich überfordert. Dass ich einfach dagegen laufen kann, ist mir nicht eingefallen. Was mir auch nicht einfällt, ist, wo mein Messerblock liegt, falls mich irgendwer gleich attackiert. Liebling, Daniel wird heute vorbeikommen. Kannst du ein bisschen Fleisch und Gemüse kaufen für das Abendessen? Und vergiss die Eiscreme für Alice nicht. Danke dir. Natürlich, Honey. Gleich, wenn ich den Einbrecher im Daumenwrestling geschlagen habe. Alter, ich sehe halt gar nichts hier, ne? Also, for real, real. Gut, ich habe jetzt hier einen Schlüssel. Können wir den hier einsetzen? Oh. Können wir? Stehe ich nicht nah genug ran? Nee, das ist nicht dafür. Wofür könnte denn sonst der Key sein? Mal hier das Licht an. Oh, yes. Ah. Hier dann. Nein? Boah, Alter. Boah, da kriege ich Augenfasching. Damn. So, warte mal. Ah, hier ist auch nichts zum Sehen. Sehr gut, aber hier ist nur eine Tür. Ist okay. Wait. Gehen wir jetzt wirklich einkaufen? Oh, wieso nicht? Was macht denn dieser Schlüssel auf, verdammt nochmal? Vielleicht soll ich erstmal den Kühlschrank überprüfen. Oh. Oh. Wie wär's statt Fleisch mit Gemüse mit explosiver Diarrhoe? Sind Alice und Daniel denn damit zufrieden? Guck mal, sie sieht. Was steht denn hier in der Ecke, Alter? Oh mein Gott, ist das ein Ventilator? Was für eine Terrormaschine, ey. Tiki, auch ohne Sicherung, wenn das Ding umfällt und du sitzt zufälligerweise hier, Alter, dann kannst du dich von der einen oder anderen Gliedmaße verabschieden. Oh, ist das ein Among Us Easter Egg? Ah, Sass! Wie süß ist das bitte? Ja, geil. Oh, ich... Normalerweise muss ich nicht straight die Türklinke pinpointen, okay? Nur mal so zu meiner Verteidigung. Was ist... Oh, das Haus geht noch weiter, Alter. Honey, ist doch okay, wenn ich eine Pizza bestelle? Verdammt nochmal. Okay, ja. Wieso geht es nur von dieser Seite auf? Ich schwöre, das ging eben nicht, wo ich da drauf geklickt habe. Gut. Geht's hier denn damit raus? Nee. Alles klar. Boah, diese Stille ist echt unangenehm. Boah. Same, Dude. Ich kann auch manchmal den Anblick nicht ertragen. Ja, es blüht jetzt. Hier kann ich echt nichts sehen, ne? Habe ich eine Taschenlampe? Nee, habe ich natürlich nicht. Boah, Alter, ich muss, glaube ich, das Spiel noch ein bisschen heller stellen. Ich sehe gar nichts. Ich bezweifle, dass das was hilft. Oh, doch, warte. Hier ist eine Tür. Ich muss es komplett raufcranken, Alter. Insane.
Sollte das im Zimmer einer Dreijährigen sein? Ich meine, was weiß ich? Regenbogenbärchen, was sagst du dazu? Nisch, ne? Hast es aufgegeben. Okay, verstehe schon. Gibt's hier noch eine Tür? Oh ja, gibt's. Aber die ist zu. Ah! Finally. Lichtschalter? Danke. Oh mein Gott! Welp. Honey, du weißt doch, ich bin immer ein bisschen gestresst, wenn wir Schlafgäste haben. Oh, diese Grundnervosität. Entschuldigt. Ich weiß nicht, wie oft ich es dir noch erklären soll. Oh, was passiert? Warte mal, check Bullets, alles klar. Hide Weapon mit V. Warning, citizens. Ja? Police Department is informing about increasing number of home invasions. To protect your property and family. It is necessary to keep the firearms near you. Ach du Scheiße. Die Regierung sagt, oh mein Gott! What? Oh, Alter! Was für eine Scheiße war das jetzt? Entschuldige? Ja, ihr habt in dem falschen Haus eingebrochen, ihr... Oh. Achso, ich dachte jetzt, der Kopf wurde irgendwie auf den Rücken gedreht. Ist in Ordnung. Ja, ist doch gut jetzt. Und wie machen wir weiter? Alter, ich hab Angst! Holy shit, ich hab Angst! Das Licht geht... Oh mein Gott! Oh, Alter! Ich kann nichts tun. Was zum Scheiß ist hier denn los? Der sagt doch nichts! Oh, die kommen hier alle rein. Warum? Habe ich nicht abgeschlossen? Was ist denn los? Boah, so habe ich mich lange nicht mehr erschrocken, ey. Mal Lichtschalter. Wo ist er? Hier. Dankeschön. Boah, es ist echt wirklich, wirklich schwer zu sehen. Lass ich die jetzt hier liegen? Oh, ich halte mal lieber die Pistole raus, ne? Wo gehe ich denn hin? Was zum... Stop it! Daniel und Susan sitzen auf dem Baum. Und K-U-S-S-E-N. Daniel Bryan. Es ist irgendwie wie ein Albtraum, Alter. Das ist so surreal. Und ich verstehe es irgendwie nicht. Stop it. Nein, bitte. Schießen Sie nicht. Wer bist du? Ist da jemand drin? Who are you? Ich bin Toby, Sir. Plushy Tubby. Wer bin ich? Wo bin ich? Du bist hier. In der Nähe von... Da, wo du dich an dich selbst erinnerst. Oder von dem, was du glaubst, woran du dich in Bezug auf dich erinnern kannst. Wie soll ich das übersetzen, verdammte Scheiße? What's going on here? What's behind that door with an eye? Warte, das habe ich noch nie gefunden. Moment mal. Alles läuft so, wie es laufen soll. Vertraute Events. Also, Ereignisse. Was ist hinter der Tür mit dem Auge? Toby weiß es nicht, Sir. Irgendwas, was ihm Angst macht. Das hier, ne? Boah, Alter. Ist ja
Selbst mir unangenehm. Ja, ich habe leider nichts mehr. Was ist da? Ich gehe mal zurück zum... Wait, what the fuck? Wait, what? Warte mal, ich bin noch nicht mit dem Fahrstuhl gefahren, oder doch? Hä? Ich bin so verwirrt, Alter. Boah, hat mich das Game erwischt. Ich bin noch richtig fahrig, ey. Heftig, aber gut, geil. Das ist nicht mein Zuhause. Was war das? Den habe ich da gerade in meinem Flur hinterlassen. Nur wer hat gepfiffen? Und es ging nicht um meinen knackigen Hintern, das sage ich euch. Da ist eine Flashlight, finally. Wer ist da? He's watching. Endlich, Alter. Ich mach einfach mal nicht wie angesagt. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass da besetzt ist. Oh. Well, shit. Hier ist irgendwo ein Telefon. Was zur Hölle tue ich denn? 4976. Wer hat da geschrien? Was ist denn hier los? Entführt hier jemand Kinder? What? Oh mein Gott! Alter, was ist denn los mit diesem Spiel? No guns, good joke. Good meme. Hier bin ich hergekommen. Digga! Das ist nur ein Game, ne? Hier sind irgendwelche Kids. Okay, ihr kleinen Racker. Ihr könnt froh sein, dass mir das Spiel keine Shotgun hier reingespawnt hat. Sonst gäbe es vielleicht einigen Kollateralschaden. Nehmt's nicht persönlich. Hör ich da was? Ich hör's dahinter atmen. Ey, ach du Scheiße. Oh. Hier kann ich rein. Boah, ich hab Schiss, ey. Zum Glück seid ihr da. Nicht, dass mir das was nützen würde. Wait for real? Das ist doch ein Jumpscare. Nee? Aber wenn ich nach vorne gehe... Ah. Was ist das denn? Aliens, die Kinder entführen? Das ist unterwegs, Alter. Der hat Brötchen im Ofen vergessen. Der kann ihn nur nicht mehr finden. Oh, das tut mir leid. Ja, ich komme schon. Ich muss nur das hier lesen. Polizeiofficer brutal ermordet und enthauptet. Die Polizei ermittelt. Oh, das ist aber schön. Sie haben sich stets bemüht. Ey! Pfeifenkopf, mach mal auf hier. Oder traust du dich nicht? Ja, wenn Lucky Luke hier davor steht, da hat er Schiss. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ey, Boys, ich habe jetzt hier alles gesehen, oder? Muss ich wegfahren? Ich weiß es nicht. Geht es überhaupt? Kann ich irgendwo hin? Oh, verdammt nochmal. Okay, gut. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwo weiterkommen.
Da war ja eine Tür dort an dieser anderen Stelle, wo jemand zugemacht hat. Help. Ja, hier geht's halt überall nicht auf. Aber was sollen wir tun? Warte mal, das war hier irgendwo, oder? Hier um die Ecke. Ja. Yeah. Bam. Ich könnte mir natürlich den Weg freischießen. 4, 9, 7, 6. Ich höre es. Oh, gibt es hier noch Stellen, wo ich noch nicht war? Warte mal. Wo ist das Telefon hier? Ich kann es nicht finden. Oh nee, ich höre es hier halt. Das ist aber irgendwo oben drüber oder so. Das kann ich gar nicht einordnen. Oh, warte mal, hier? Oh, fudge. Hier war ich noch nicht. Hier ist ein Schlüssel. Für ihren unermesslichen Dienst im Polizeidienst verleiht ihnen das Sheriff Department den Rang von einem Lieutenant. Und zwar an Officer Brian Carrington. Wir wünschen ihnen sehr Erfolg bei ihrer neuen Position. Bin ich der, der ermordet wurde und brutal enthauptet? Ich habe definitiv keinen Unterkörper, also insofern. Das Licht ist ausgegangen oder war es hier schon aus? Ich glaube, das war hier schon aus. Die Frage ist jetzt, wo dieser verdammte Schlüssel passt. Ich glaube, das muss ich probieren. Headless Statue. Oh. Muss ich da noch den Kopf... I'm sorry? Muss ich da noch den Kopf zu finden oder ist das einfach ein Symbol für mein Schicksal? Kann natürlich sein. Nein, verdammt nochmal. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich hier unendlich Munition habe. Aber jetzt wissen sie schon mal zumindest, dass ich da bin. Nein, auch nicht? Damn, Dude. Habe ich hier alles abgehandelt? Ich glaube schon. Okay, dann gucke ich mal weiter. Es war mir eigentlich schon fast klar, dass hier nichts ist. Würde ich mal hier gucken. Oder halt da an der Treppe. Da könnte es sein. Nee. Dann wahrscheinlich wirklich hier. Right? Oh, oh, was nicht? Hä? Und hier ist zugenagelt. Das heißt, hier kein Reinkommen möglich. Oh, wo denn dann? Boah, das ist immer so ein bisschen frustrierend. Man einfach nicht weiß, wo es weitergeht. Weil hier ist jetzt auch wieder keine Tür. Verdammt, wo ist die? Oh, hier hinten. Yeah. Warte, das muss es jetzt aber sein. Come on. Aha. Ich öffnete das Sesam und fand ein weiterer dunkler, ranziger Flur. Schön. Nee, wirklich schön. Digga, ich hab einen ganz sensiblen Finger am Abzug. Just saying. Horrorgames und ihre Vorliebe für Collector. Fight the Secret Videotape. Warte, war das Secret? Das war doch sehr offensichtlich. Ihre Vorliebe für rote Glühbirnen, würde ich sagen. Dankeschön. Pfeil von Captain Obvious. Da ist noch eine Statue. Was macht die? Ein Engel. Alles klar. Und die hat noch ihren Kopf, ausnahmsweise. Ah! Ja, Pimmel. Was soll das? Was soll dieser Scheiß? Ja, macht euch doch über mich lustig. Ach. Okay. Okay. Wir beruhigen uns jetzt alle mal, ne? So. Wetten. Oh, was ist hier? Oh, Magazine. Sehr schön. Die kann ich in die Luft schießen. Die kann ich alle komplett verballern. Wer hat gekloppt? Ah. Ha! Das aus, wenn der nachlädt. Stopf dir die Lampe zwischen deine Zähne oder so.
ein kleines Baby. Also, ich meine, so im Vergleich. Oh nein! Das ist doch nicht real. Was habe ich getan, Alter? Mayflower School dankt der Clarington-Kirche für die Organisation des Kinder-Summer-Camps. Oh, es geht wirklich um so Kindesentführung, ne? Uff. Ja, was sollte ich denn machen jetzt hier außer schießen? Weglaufen? Oh, ich glaube, da war nicht allzu viel Diskursfähigkeit dahinter. Oh. Beruhig dich, ich bin's nur. Ich weiß, ich finde mich auch immer umwerfend, aber... Junge, das hat's aber auch raus! Ich habe ihm einen kleinen Gute-Nacht-Gruß noch mit hinterher geschickt. Gut. Ey. Auf einmal so hinter einem Schritte, die immer lauter werden. Damn. Sonst ist hier nix. Scheinbar nicht. Boah. Hier ist A. Kellen? Zellen? Was steht da? He is telling. Calling? Calling, ja. Das ist ein C. Warum sieht das C aus wie ein G hinten? Ach, ist auch egal. Ey, tut mir leid, wie er mit deiner Schwester... Warte mal. Du und der Pfeil, ihr müsst das jetzt bitte ausdiskutieren, okay? Ihr müsst euch schon einig sein. Oh, ach, hier bin ich. Ah. Nevermind. Oh, ich will bitte nicht gejagt werden. Bitte nicht. Habe ich noch einen Schlüssel? Ich habe noch einen verkackten Schlüssel. Oh, ich bin ja noch nicht fertig. Ich will ja raus. Das ist ja fürchterlich. Oh Gott. oh Gott. Oh, what? Jesus. Sind das meine Erinnerungen eigentlich, oder? Oh, ich war im Polizeidienst fleißig. Da stehe ich da an der Tür. Das war die Enthauptungsszene. Boah, ey, mach hier mal zu. Ich will nicht weiter belästigt werden. Noch ein Schlüssel. Noch ein Tape. Ja. Bruder, ich brauche deine Hilfe. Dieser Mutter Effa. Herr Lucy. Du musst hier herkommen, sofort. Ich bin ein bisschen beschäftigt, so. Okay, soll ich jetzt erstmal hier das Secret Tape abspielen? Was, wie jetzt? Nee! Okay, wollte ich gerade sagen. Was ist das? Was ist eine Katze? Das ist einfach ein dummes Easter. Ach, come on! Jeff the Killer Memes in meinem Horror Game 2024. Ich muss ja wohl sehr bitten. Also jetzt reiß ich, ruf die Polizei. Also nur deswegen. Watch all the tapes, ist ja cool. Cop. Oder das, was übrig ist. Ja, es kann einem ganz schön den Kopf verdrehen, dieser Job. Ich lade mal kurz durch. Nur für den Fall der Fälle. Was habe ich denn jetzt noch? Ach, wieder ein Schlüssel. Schlüssel mit dem Wort Hilf. Oh, ich weiß, wo der hinführt. Da an die Treppe. Ich habe Angst.
Ich hab so Schiss vor den Scares in diesem Game. Bin ich ehrlich mit euch. Danke, dreijähriger Tutorialgeist. Ich richte dir ein Zimmer mit einem rosa Stoffbären ein, als Dank. Da drin habe ich irgendwie scheinbar Übung. So, warte mal. Hä? Hä? Ah. Ich stand Zentimeter zu weit weg. Das hätte jetzt echt frustrierend sein können. 3, 4, 1, 2. So, spiel mal Inscription. Okay. Die kleine Alice wurde immer noch nicht gefunden. Nach dem, schrecklichen Angriff auf die Connors-Familie. Susan Connors und ihr Ehemann wurden brutal ermordet. Die Polizei sagt, dass die Angreifer, were let into the house from the inside, dass die innerhalb des Hauses hereingelassen wurden, aber hat die Identität der Verdächtigen noch nicht veröffentlicht. Attackers were let into the house from the inside, also wie drinne. Also die haben von innen also die haben nicht eingebrochen, sondern ihnen wurde aufgemacht. Das heißt, Bekannte vielleicht? Schätze ich? Warte. Kann man hier zumachen, bitte? Das macht mich nervös. Wir haben Elefant, Löwe, Engel, Kopflos. Ja, das ist doch hier der Löwe bestimmt. Wait, what? Ah ja. Das muss der Löwe sein. Das ist Engel, Kopf und... Was haben wir jetzt noch? Ach so, Stoßzähne. Das ist der Elefant. Zack. Yes. Ja, das ist halt ziemlich einfach, glaube ich. Also, wenn es dann so ist. Okay, cool. Smart Guy. Euer Ernst, das ist so eine Chasing-Sequenz, Alter. Ihr könnt mich nicht verarschen. Ihr könnt mich nicht... Ich halte... Mein Finger hovert den Shift-Button. Ne? Doch, von da. Ich glaube euch kein... Oh nein. Okay, nicht ganz so, wie ich erwartet habe, aber... Ich kann hier nicht weiter. Ich muss zurück. Oh fuck. Oh shit. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er irgendwann gerannt wäre. Das war der Typ aus dem Video mit dem Hut, der meinen Kopf abgerissen hat. Boah! Was für ein Spiel! Ich hatte das alles ganz anders mir vorgestellt. Aber es ist auch wieder nicht Home Invasion. Also es ist auch ein falscher Titel. Da müsste man nicht immer bloß rumlabern. Es ist eher so ein Psychological Horror Game. Weil es ist ja offensichtlich irgendwie so eine Albtraumsequenz hier oder so. So ein Nahtod oder... Oh ja, deswegen ist das mit den Türen doof, hier die in die Richtung aufzumachen. Okay. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Was zum spontanen Leuchtturm ist hier los? Oh nee, wir spielen PT. Das hat noch nie funktioniert. Doch eben gerade. Irgendein Bruder hat mich zu einer Szenerie gerufen und ich suche noch meinen frischen Socken. Ich will es gar nicht wissen. Hier ist ein Schlüssel. Sekten in der Carrington-Familienkirche. Adam Carrington, Oberhaupt der Carrington-Familie, ist unter... Ja. Also gegen den wird ermittelt. Die Polizei sagt, dass die Kirchenmitglieder vielleicht in Einbruch und Kindes involviert sind. Okkulte Rituale und Praktiken. Die Eltern, die dagegen protestieren. Was? Achso, Eltern protestieren dagegen, dass sich die Kirche in schulischen Aktivitäten sozusagen integriert und haben Angst um ihre Kinder. Wie auch immer. Die Familie verneint alle Anschuldigungen. Die Ermittlungen laufen an. Ja, natürlich verneinen die alles. Kannst du ja nicht sagen, ey, da gibt es die Anschuldigungen, die so... Ja, was soll ich sagen? Ja, ihr hattet recht. Ja, verhaftet mich. Was soll ich machen? Schlüssel?
Au. Oh. First try? Das glaube ich ja wohl gar nicht. Oh nein. Es ist wirklich PT. Ich habe eine Waffe, ne? Good on you. Dieser zerbrochene Spiegel. Der ist ein Badezimmer auch, oder? Das sind meine ganzen Möbel eigentlich. Okay, hier ist die... Stadt ist immer noch in heller Aufregung, weil Kinder massenhaft verschwinden. Innerhalb einer Woche sind sehr viele weitere Vermisstenfälle bekannt geworden. Daniel Adamson, Lucy Singer und Peter Wright. Was zur Hölle ist los? Uff, da ist irgendwas, da ist irgendwer. Hey, yo! Yo, yo! Oh, ey. Oh, ich hab Angst vor dem Game, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Wartet ihr da schon wieder auf mich? Oder täusche ich mich jetzt? Telefon klingelt. Aber in dem anderen Raum, glaube ich. Oh. Alright. Entschuldigung, Alter. Mit einem Arsch wie diesen muss man halt auch umgehen können. Ich habe seine Üppigkeit bislang unterschätzt. Klingelt hier das Phone? I see. Brille Fehlmann. Was siehst du denn schöner? Hä? Huh? Mich? Gott hab deine Seele gnädig, mein Freund. Was ist hier los? Immer nur das Gleiche. Okay. Oh, verdammt nochmal. Entschuldigung, ich bin das nicht gewohnt. Mit einer Waffe in der Hand rumzulaufen. Ich. Sag's euch nur. Ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Alter, dieser Ventilator. So, Moment. Das kann ich doch hier rein tun, ne? Das waren gar nicht alle Tapes. Ich dachte, ich habe alle Tapes geguckt. Du hast geschwindelt. Was war das mit diesem Achievement? Mayflower School. Achso, warte mal, das ist das gleiche, hä? Oh. Ich sehe nicht, was da passiert. Ach, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall cooler Werbefilm. Dankeschön dafür. So, ab heute geht's hier durch, sagst du ja? Ach, du. Oh, das ist hier Dings, Tobi! Und ihre, The Innocent Thoughts and Contaminated Minds, ihre unschuldigen Gedanken, ihre unreinigten, Seelen, ihr vertrauensvoller Blick, alles soll mir gehören und wird sie in den Abgrund führen. Sie kommen. Tobi? Tobi, ich würde dir eine Waffe geben, Alter. Wir müssen jetzt standhalten. Borden! Lade nach! Knusperst du? Warum diese Latexanzüge? Kommt da noch einer? Tobi, warn mich. Okay, pass auf. Bro, du hältst hier die Stellung. Oh, da! Right. Goodbye. Boah, Alter. Oh, ey. Ist das jetzt hier, weil... Also... Ist das die Perspektive von dem entführten Mädchen, oder...
es ist immer irgendwie so ein bisschen harter Tobak. Brian Carrington, ein Polizeilieutenant, ist der Hauptverdächtige, dabei ein Kompliz zu sein, Alice Connors entführt zu haben und seinen Partner umgebracht zu haben. Nachdem die Polizei die Kirche geraidet hat, der Kirche der Carrington Family, wurde Lucy Carrington, Peter Carrington, festgenommen. Nach Untersuchungen zufolge... Was? 1979 wurden wahrscheinlich Kinder da entführt, der Vater der Carrington-Familie, seine Entourage und Brian sind auf der Flucht und werden halt, ja, auf die Gesuchtliste gesetzt. Die Location von der kleinen Alice ist nicht bekannt. Also, I mean... Und wer war ich jetzt? Also, ich war das jetzt? Und wer hat jetzt den Kopf verloren? Oder ist das quasi ein Symbol, weil, ich ja diese schlimmen Dinge gemacht habe und quasi mein, das, was mich ausmacht als Mensch vor Gott, verloren habe durch meine Taten oder irgendwie so. Boah, ja, whatever, boah, heftiges Spiel, also krasse Jumpscares und du hast halt wirklich mal, und das habe ich tatsächlich nicht oft, so ein Gefühl der Bedrohung gehabt. Durch wie diese Gegner ins Spiel kamen, wie das designt war. Wo das auch platziert wird und die Art und Weise, wie halt so diese Scares platziert wurden. Also einer, der an Türrahmen so dieses Ding, das war lustig, aber der Rest war sehr, sehr smart platziert. Und so wirklich bedrohlich. Das fand ich schon cool. Tatsächlich. Okay, nice Spiel, Alter. Dankeschön für den Vorschlag. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Fun damit und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch im nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Haut rein, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis bald. Ach, und schaut mal auf jeden Fall hier auf das vorgeschlagene Video. Würde mich sehr freuen. Bis dann.